Hallo, Freunde der Outdoor- und Freiluft-Mikroabenteuer. Malte von Operation Münsterland hier. Leider kann ich gesundheitlich bedingt in der nächsten Zeit nicht so wirklich gut auf Tour gehen, aber da habe ich mir gedacht, okay, machst du kurzerhand so halt ein Video. Und zwar habe ich vor, heute eine kleine Koch-Challenge zu starten. Und zwar eine Koch-Challenge, bei der man einfach draußen, outdoor, autark von Strom oder Mikrowelle sein Essen zubereitet. Wenn ihr wissen wollt, was ich heute mache und wie ich es mache, würde es mich echt freuen, wenn ihr dabei bleibt. Also, wir sehen uns. Bis dann. Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid. Also ich definiere erstmal so am Anfang ein wenig die Challenge an sich, wie ich mir das vorstelle. Also gekocht werden soll unter freiem Himmel. Draußen, Wald, egal wo ihr seid, freier Himmel zählt eigentlich. Das kann auch ein Balkon sein oder so wie in meinem Fall hier halt in der Räuberhöhle, Garten. Halt nicht in den eigenen vier Wänden. Dann sollte eigentlich richtig gekocht werden. Das heißt, nicht nur einfach eine Dose Raviolis warm machen. Ihr seid da völlig frei bei der Wahl des Gerichtes. Wenn ihr sagt, ich möchte jetzt Frühstück mit Baked Beans, Spiegeleier oder sowas. Egal, Hauptsache euch schmeckt es. So, was habe ich mir noch notiert? Es sollte kein direktes Gericht vom Vorgänger bzw. von dem, der einen nominiert hat, gekocht werden. Also das heißt, wenn ich jetzt hier ein Rührei machen würde und ich nominiere jemanden, dann sollte derjenige natürlich nicht auch noch ein Rührei kochen. Er sollte sich schon ein bisschen selber was einfallen lassen, ne? Dann hätte ich ganz gerne in eurer Videobeschreibung einmal die Anleitung, wie ich sie unten im Video beschrieben habe, wie die Koch-Challenge abgehen soll. Und dann unter anderem halt den Hashtag Operation Münsterland und Kochduell drin. Und ja, als letztes, bis auf Elektrokocher ist die Hitzequelle eigentlich völlig egal. Wenn ihr da einen Urankern zum Schmelzen bringen wollt und darauf kochen möchtet, okay, ne? Halt kein Elektrokocher, es sollte schon ein autarkes Kochgerät sein. Das war's eigentlich schon und jetzt wollt ihr natürlich wissen, was ich aus diesen Zutaten koche. In dem Kochpouch ist noch dieses Röhrchen drin gewesen und ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich so gut erkennt, aber wahrscheinlich werden einige jetzt sofort sagen, ah, der kocht Graupen. Richtig, ich koche eine westfälische Graupensuppe. So, dann schauen wir mal. Das ist hier, wie gesagt, so mein neuester Pouch. Den habe ich so als Küchenpouch fertig gemacht. Da habe ich hier so Pettlinge mit verschiedenen Gewürzen, Zutaten, Kräutern, Knoblauch, ganz wichtig. Nochmal Brühe in Trockenform. Rauchsalz. Dann habe ich da noch ein Schneidbrettchen drin und eine kleine Dose, einmal ein kleines Tuch, ein Zewa, Dinge um Feuer zu machen, ein Opinel-Messer. Wenn man jetzt offenes Feuer macht, habe ich hier noch ein kleines Glasrohr, um ja, falls er mal nicht so richtig das ganze Feuer fängt, anzupusten. Aber wir brauchen jetzt erstmal hier das Opinel. Und fangen an, die Zwiebeln zu schneiden, beziehungsweise wir fangen erstmal mit den Kartoffeln an. Kartoffelschere. Manche sagen, in eine Graupensuppe gehört keine Kartoffeln rein. Sorry, ich bin Westfale, ich mag Kartoffeln und naja, sie binden das Ganze auch noch so ein bisschen. Ich nenne es Kartoffelschälen, andere sagen bei der Dicke, ich schnitze die Kartoffeln.
Aber hey, man sagt, das Ergebnis zählt. So, dann noch eine Zwiebel. Den kleinen Topf, da kommen erstmal Zutaten rein. Ich schneide die Kartoffeln und auch die Zwiebeln relativ klein. Hat den Vorteil, dass sie dann schneller gar werden. So, dann füllen wir den Trangia mal mit Spiritus. So, ich denke, das reicht. Und starten gleich das Feuer. Und da meine Frau mir zu Weihnachten einen schönen Feuerstahl geschenkt hat, versuchen wir das heute mal das erste Mal mit dem Feuerstahl. Zur Not weichen wir aus aufs Feuerzeug. Ja, das hat doch schon mal prima geklappt. Damit nochmal Dank an dich, liebe Manuela, dass du mir dieses Spielzeug hier zu Weihnachten neben dem Raketenofen zur Verfügung gestellt hast. Danke. In der Zwischenzeit sieht man auch, dass da wohl schon eine schöne Flamme entstanden ist. Dann stellen wir mal den Topf da drauf. Und als erstes werden wir hier aus dem Paddling etwas Öl dort reinmachen, erhitzen. Um die Zwiebeln und den Speck ein wenig anzurösten. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen Öl, weil das doch relativ schnell heiß wird, das Ganze. Also alle Gesundheitsapostel, bitte weggucken. Wenn das Ganze so ein bisschen schon warm geworden ist, mache ich jetzt schon mal die Kartoffeln damit rein und röste die ebenfalls an. Da das Ganze jetzt hier schon anfängt anzusetzen, kommt die Brühe hinzu. Das Ganze abgelöscht. Und dann schauen wir mal, dass das anfängt zu köcheln. So. Da dieser Fond konzentriert ist, kommt da gleich noch Wasser bei. So lange, bis es halt passend schmeckt und nicht mehr zu salzig ist. Mal gucken. Schauen mal, wie salzig das wirklich ist. Ja, muss definitiv ein bisschen Wasser bei. Aber bevor wir da jetzt Wasser reintun, fehlt natürlich noch die Hauptzutat, die Graupen. Konnte ich das vergessen? So, ich mache mal die Graupen, verteilen die erste Portion und warten mal, wie sich das hier so mengenmäßig auch verteilt. Vielleicht muss ich gleich noch ein bisschen mehr holen. Ich mache aber die zweite Portion auch gleich mal rein, das sieht irgendwie nicht so viel aus. So. Rühren das schön um. Und gießen da jetzt Wasser bei. Also, das sind jetzt so knapp 600 Milliliter Wasser, die ich dabei gekippt habe. Vielleicht nachher noch ein bisschen mehr, das muss ich mal schauen. Dann rühren wir das Ganze wieder um. Und so wie ich das sehe, werde ich da wohl noch übelst viel Graupen beimachen müssen.
Das wäre natürlich jetzt für unterwegs nicht schön, wenn man nicht genug bei hätte, aber hey, eine Suppe macht auch satt. Und ein paar Beilagen sind ja dabei. Okay, warten wir es einfach mal ab. Sieht schon mal aus, als wenn das jetzt ein bisschen volliger wird. Ich habe mir per Helikopter noch einmal ein paar Graupen liefern lassen. War natürlich ein Elektrohelikopter, der Umwelt zuliebe. Also es sind jetzt 4 von diesen Röhrchen an Graupen drin. Ich hoffe, dass das dann reicht. Wäre natürlich, wenn ich jetzt draußen in der Natur wäre, suboptimal, aber wie schon erwähnt, dann gibt es halt nur eine Suppe. Na Börne, hast du auch die Küche entdeckt, die wir hier draußen aufgebaut haben? Da möchtest du jetzt am liebsten probieren, ne? Hm? Du? Riecht gut, ne? Das Schlimmste am Kochen finde ich immer, wenn man Hunger hat, das Warten. Jetzt ist hier eine halbe Stunde rum. Und dann gucken wir doch mal. Oh, das sieht gar nicht schlecht aus. Schön cremig geworden. Ich würde sagen, es kann serviert werden. So, jetzt muss das Ganze natürlich auch noch verköstigt werden. Und dann schauen wir mal, ob das alles so passt, was ich da zusammengemischt habe. Wie heißt das so schön? Immer rein in die hohle Birne. Ja. Kann man definitiv so lassen. Das Rezept packe ich euch mal unten in die Beschreibung rein. Ja, und dann geht es natürlich noch daran, die nächsten für diese Challenge zu nominieren. Ja, da habe ich mir zum einen mal den Westlandwolf einfallen lassen, weil der ja auch immer ziemlich viel draußen macht. Und damit das Ganze hier am Ort bleibt, natürlich auch den Kevin von Darksider on Tour. Ja, die dritte Person kann eigentlich jeder, der meint, er hätte Spaß daran, sich hier dran zu beteiligen und mal ein paar Rezepte zu veröffentlichen, die man draußen gut kochen kann, ist ja also herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen. Wir werden uns jetzt hier dran begeben, das Ganze innerhalb der Operation Münsterland zu verköstigen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde uns das echt super freuen, wenn ihr ein Like da lasst, ein Abo, ein Kommentar, ein Rezept. Alle die Dinge kosten kein Geld, bringen unseren Kanal aber nach vorne und Support ist kein Mord. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf diesem Kanal. Tschüss, Malte von Operation Münsterland. Bis zum nächsten Mal. Das ist schon komisch. Beim Essen zubereiten ist niemand zu sehen. Aber wenn es heißt, Essen ist fertig, da tauchen Leute auf, die hat man jahrelang nicht gesehen. Mahlzeit! Und, was sagt das fachkundige Personal? Ist schon lecker. Hat Geschmack. Habe ich gut hingekriegt? Jawohl. Perfekt.